bei den Spielzeugtestern. Das ist unser Outfit. Wir gehen jetzt Halloween laufen. Ja. Und hinterher zeigen wir euch, was Hannah an Beute ergattert hat. Sie geht übrigens als Clown und ich als, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du hast deinen Mundschutz, hast du den? Als verwirrte Krankenschwester. Oh. Ein bisschen übernächtigt. Das ist als blutige Krankenschwester. Ja. Auch mir wurde der Hals aufgeschlitzt. Ach, schrecklich. Das erklärt auch die blutige Schürze. Und den blutigen Mundschutz. Wollen wir los? Ja. Ja. Nicht. Zeig mal, was du als erstes hast. Nee, ich mag die nicht, aber. Dann dahin. Es läppert sich, ne? Ich glaube, er hat so mit der Klappe gegen die Tür gemacht. Das war gruselig. Ja, und er hat so gemacht. Das ist neu. Gruselig. Ja. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt, wenn wir hier warten, jetzt passiert nichts. Das ist ja echt witzig. Wow, ist das nicht eine große Ausbeute. Und wir haben sogar Eis gekriegt. Und wir haben so wenig gefilmt, es tut mir leid. Aber wir waren dieses Jahr wirklich in einer kleinen Gruppe, weil wir festgestellt haben, zu viele ist auch irgendwie schwierig, dass jeder dran kommt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mit den Mamas geredet, gequatscht, wie Mamas so sind. Und ja, habe dann einfach nicht gefilmt, weil das wichtiger war in dem Moment. Aber ich habe so ein paar kurze Aufnahmen, habt ihr ja gesehen. Oh, Hannah, nicht, dass das aufgeht. Hannah hat sogar ein Wassereis gekriegt. Hier. Und ja, und ansonsten. Eine Margarine. Lecker. Das ist das einzig Gesunde, oder? Ja. Ja, ein zwei Schokolollis, diverse andere Lollis, Glubschaugen. Ihr könnt uns ja gerne mal, ich poste auf Instagram ein Foto, weil ihr könnt uns ja leider nicht kommentieren hier drunter. Aber wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt und dann unter dem aktuellen Halloween-Foto vielleicht postet, als was ihr gegangen seid. Oder uns vielleicht markiert sogar auf euren Kanälen, wo ihr Bilder von euch zeigt. Das wäre cool, oder? Ja. Ja, zu sehen, als was sie deine Zuschauer gegangen sind. Warum sind hier leere Tüten dabei? Hast du die schon gegessen? Ich habe ein Mini-Lolli, ein normalen Lolli und zwei XXL. Die sind echt mega groß. XXL. Köstlich. Aber wir sind jetzt wirklich durchgefroren. Ja. Ich zumindest. Also Hannah sagt, sie friert gar nicht. Nee. Aber ich bin mega durchgefroren. Inzwischen geht's. Hier ist es warm. Ja. Aber ich bin froh, wenn ich gleich drin bin. Im Pyjama. Hannah muss noch kurz in die Wanne oder unter die Dusche. Und was essen. Was essen, ja. Papa kann was zu essen machen und ich steck dich unter die Dusche, die rote Farbe ein rausmachen. Buch lesen. Oh, die kenne ich noch von früher, die Kleinen. Bevor es. Das ist kein Grab. Warum? Ja, also wir freuen uns auf eure Geschichten auf unserem Instagram-Account, was ihr erlebt habt, ob ihr viel gesammelt habt, ob ihr mit vielen Freunden unterwegs wart oder vielleicht gar nicht Halloween feiert, muss man ja nicht. Man kann ja auch zu Hause sich das gemütlich machen. Ja, das war's, ne? Und dann wünschen wir euch ein ganz tolles Wochenende und morgen seht ihr, wie wir in Florida waren. Und am Sonntag kommt dann unser Disney World Video aus Florida. Ja. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und ja, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.